So, Ingeborg, jetzt haben wir eine Fackel. Ist das nicht romantisch? Harold. Ach so, wir hatten ja Zaun rumgemacht, siehst du? Ja. Eine Metalltür wollten wir noch bauen. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hallöchen. So, Ingeborg guckt jetzt gerade nachdenklich durch die Gegend. Nee, ich guck wegen der Tür da unten, wie wir das machen mit der... Ja. Mit der Metalltür. Du siehst so ein bisschen aus wie so ein Superheld, der nachdenklich irgendwie in die Ferne guckt. Ich bin ein Superheld. Na gut, vom Kleidungsstil her eher ein Wikinger. Oh, ich komme. Ich krieg das hier nie hin, ey. Ich weiß nicht. Ich spring immer durch, das geht wenigstens. Was denn? Das sah aus wie Super Mario, so whoop. Eins, ja, anders geht das bei mir irgendwie nicht. Wir sind hier oben ein zu schmal. Und hast du hier die Tür zugemacht? Um welche Tür? Unten? Vielleicht. Ja, nicht vielleicht. Ich wollte gerade rausgehen. Mach doch auf. Nee, nee. Dann ist doch wieder die Angst ein bisschen durchgekommen. Ich hab dir mal eine Bro-Einladung geschickt. Yo, Bro. Ja, wir müssen oben ein breiter werden. Wie oben? Was oben? Was meinst du? Oben das Plateau, das muss ein breiter, finde ich. Ganz oben jetzt, wo du bist? Ja, aber ich würde gern mittig hier... hier sind doch so eine Dachlatten gewesen, ne? Und ich würde mittig gern so eine Dachlatte hier vorsetzen, wie so eine Art Brücke. Brücke? Brücke? Wieso betonst du das so? Wo die Zombies später rüberlaufen und gegebenenfalls runterfallen. Ich bin da immer runtergefallen. Oh, wir haben Kürbis. Kürbisse. Erntereif schon? Da steht nur Kürbispflanze, also man sieht schon. Hm. So Zaun hat man ja schon gemacht gehabt, ne? Ja. Ich nehme das hier mal weg. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Ey, die sowieso nicht. Ich habe ja hier hinter schon Beton gemacht. Beton? Beton. Hm. Aber ich will das hier, das haben wir schon aufgewertet. Das will ich nicht abreißen eigentlich. Würde das doof aussehen, wenn hier kein Pfeiler... Achso, da haben wir ja auch keinen Pfeiler. Nö, nee, denn ist ja geil. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Ich will aber gleich eigentlich noch mal los. Wohin? Auf so ein bisschen sammeln gehen. Wie war denn das? Wie mache ich ein... Wo finde ich denn diesen... Achso, hier. Das ist Pfosten, mittig. Seite mittig. Könnte so einer sein, oder... Ah, hier. Ne, Platte schräg, das ist wieder was anderes. Platte schräg. Das ist jetzt hier drumrum. Ja, das ist aber ein großes Baumenü. Ingeborg. Ingeborg. Installierleiter, oh Gott. Straßenmarkierung. Wollen wir hier eine Autobahn bauen? Na, Autobahn. Dann machen wir Tempolimit auf 30. Was werden die alle fluchen? Tja. Pfostenstützbalken. Also eine Metalltür wäre noch ganz cool für vorne, ne? Eigentlich. Achso, nee, das ist was anderes. Eine Metalltür für vorne. Naja, das Tor, was wir jetzt als Holz haben. Nochmal eine Metalltür. Eingangstür, weißt du? Ja. Unten, am Zaun. Ach so, ja, jetzt muss ich noch das 3D-Drehen machen. Jetzt habe ich die Decke auch. Hier Holz. So. Dann wäre das 1, 2, 3. Wir gucken jetzt hier, hab ich jetzt einen Punkt gekriegt? Ja, und dann meintest du, was soll ich bei
Kreuz. Ja, Standhaftigkeit, dann kannst du deinen Magen tunen. Geschwächt. Jetzt einkaufen oder was? Geschwächt? Ja, ich habe ja schon 3. Nee, wo sollte ich raufgehen? Dann? Ich habe ja jetzt schon 3. Gebrechlich, kränklich, ungesund. Und was, wo sollte ich dann raufgehen? Du hast schon, warte mal, ich habe jetzt beim Kreuz Standhaftigkeit, kränklich und ungesund habe ich. Und ich habe gebrechlich, kränklich, ungesund. Genau, die 3 habe ich auch. Weil dann kannst du nämlich bei eiserner Magen gute Verfassung kaufen. Ja, das habe ich doch gerade. Habe ich. Hattest du noch einen Punkt? Ich habe eben einen gekriegt. Weil ich so fleißig bin. Ja, bist du sprachlos, wa? Da kommt gar nichts. Da sagst du nichts. Kommt nichts. Ich dachte, da kommt irgendwie noch eine Reaktion, aber nö. Nö. Achso, die Leiter wollte ich ja nach da setzen, denn, ne? Später? Oder wollte ich die jetzt stell nicht alles um. Wenn ich Panik habe, vergiss ich, wo du es jetzt hingebaut hast und dann hänge ich da. Komm, nicht weg. So, das passt sicher ganz gut. Ganz gut. So. Hallo Ingeborg. Guck mal, so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Schön. Sehr schön. Weil dann können die später... Also wenn wir es schaffen würden, dass die nur über diese Stangen hier gehen, ne? Vielleicht machen wir das noch ein bisschen weiter. Die drängeln doch so. Und dann links, rechts. Und wenn ich hier stehe, falle ich schon runter. Also du hast nicht viel Lauffläche. Ah. Das ist halt der Grundgedanke, verstehst du? Einmal bin ich hier runtergefallen, letztes Mal. Und dann müssten wir unten Spikes oder... Was kann man denn... Was gibt's denn hier für Fallen? Jetzt haben wir eine richtige Holzhütte. Eine Dartfalle. Klingfalle. Brauchen wir fortgeschrittener Ingenieur oder einen Bauplan? Oh, das sieht cool aus. Eine Dartfalle. Dartfalle wäre auch geil. Auch fortgeschrittener Ingenieur. Interessant. Nee, ich würde noch einmal in das Brandgebiet gehen. Oder würde ich einen anderen Weg nehmen? Vielleicht, dass wir hier nochmal Nahrung suchen. Jetzt im Dunkeln? Ja. Meinst du nicht? Ich weiß nicht. Ich bleib zu Hause. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Kartoffelpflanze. Aber wir kriegen nur eine Saat pro Pflanze raus, ne? Kaffee ist noch im Anbau, nicht. Hopfen, Samen, Aloe Vera Samen. Was konnten wir kochen? Suppe? Eintopf? Hä? Eintopf? Nee, den Eintöpfe können wir nicht machen. Suppe vielleicht? Mit was denn? Achso, Schamsuppe war das. Mit was denn? Wir könnten Gemüse einkopf. Einkopf. Wenn wir Chefkoch haben. Wenn wir Chefkoch haben, können wir einen Gemüseeintopf machen. Mhm. Ja, Kürbis kann ich jetzt Rezepte. Da können wir halt auch so noch eine nichts Lampe machen. Bauen, ne? Ja, nur die Lampe. Ja, und bei den Kartoffeln nur die gebackene Kartoffel. Ja. Haben wir irgendwo noch eine Kiste? Hier haben wir noch eine. Aber die gebackene Kartoffel macht Nahrung 10. Ich habe ja letztens eine gebacken. Ja, ich back jetzt auch noch mal welche. So, Holz. Wie lange dauert denn das? 30? Was denn jetzt die Kartoffel? Ja. Dauert eigentlich nicht lange. Ist das jetzt die Gesamtzeit? 30 Sekunden oder eine 30? Ich glaube 2. Dann. Ah, nee, eine 30. Egal. Ja, und das dauert doch nicht lange. Nö. So, dann können wir noch Aloe Vera Creme herstellen.
Oder haben wir kein Rezept? Doch. Aloe Vera Creme. Ich habe gleich alles fertig geholzt hier. Aber warum kann ich die nicht machen? Achso, die kann ich nicht kochen. So, jetzt haben wir eine richtige Holzhütte. Ah. Habe ich alles voller Holz. Wo bist du denn? Ganz oben. Ganz oben. Achso, hast du alles aufgewertet? Ja. Geilo. Überall, Mitte auch. Ja. Ich warte jetzt noch kurz auf die... Oh, die Kartoffeln sind fertig. Ich dachte, ja, ich müsste auch was essen. Aber musst du wirklich? Weil? Wir haben nicht mehr viel. Achso, und ich soll verhungern und du nicht. Okay, so wie im echten Leben also auch. Isst du das noch? Eigentlich schon. Kann ich es trotzdem haben? Wolltest du oben eigentlich jetzt noch irgendwas hinbauen? Oben? Ja, später, später. Okay. Ich wollte tatsächlich einmal noch los. Soll ich uns noch mal ein paar Gläser machen, schmelzen? Machen dafür Sie dieses Glas. Nee. Wasser. Leerer Wasserkrug. So war das. Sand und Lehm. Sand und Lehm. Kein Problem. So, ich mach nochmal 10 Gläser. Dann haben wir hier drin noch 3. Dann können wir noch 3 zum Mal trinken machen. Ja, willst du eine Dose essen? Mache ich mir gleich. Weil die haben 15, dann würde ich die Kartoffeln, die 4 Stück mitnehmen. Ja. So, Gläser sind in Arbeit, ne? In Arbeit, Alter. Ins Arbeit. Ins Arbeit. Ah. Ich werde bei einem großen Teil der Aufnahme den Ton lauter machen müssen. Ich habe vergessen, dass... Ich wollte gerade sagen. Ich war ganz schön leise die ganze Zeit, wa? Nö, aber jetzt bist du laut. Jetzt bin ich... Ja. Naja, das schneide ich. So, I want to ride my bike. Habe ich im Fahrrad noch was drin, ne? Oh, wir haben keine Steine mehr. Nö. Nicht mehr viele auf jeden Fall. Mein Fahrrad war leer. Ach so, oh Gott. Oh Gott. Ja, warte mal. Oh Jott, oh Jott. So. Ich habe mal kurz mein Fahrrad in die Hosentasche gesteckt. Ach, du hast ja ein Fahrrad, stimmt. Ja. I want to ride my bicycle. Wir brauchen auf jeden Fall noch diese Steine hier, diese, was sind das hier, Pflastersteine? Die können wir auch aus Stein herstellen, oder wir finden die halt, ne? Ja, weil ich habe die jetzt erstmal aufgebraucht. Ich habe hier mal einmal die Wand damit gemacht. Ah, weißt du, was wir noch machen können? Hä? Wir können uns, ich habe doch mal gelernt gehabt, dass wir uns Helmlampen machen können. Hm. Oder Lampenhelme. Müssten wir auch mal machen. Dann sehen wir mehr. Ah, mehr. So. Salzwasser. Abkürzung. Wer vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke. Jasmin. Ja, ich bleib zu Hause. Auf jeden Fall. Ja, wer mit beiden Beinen fest am Boden steht, kommt nicht vorwärts. Was? Was will you? So. Ah, die Sonne geht schon mal wieder auf. Kann ich gleich Stein hacken? Ich würde halt gerne mal wissen, ist der Loot jetzt wieder... Wir haben Tag 9. Immer noch leere Mülltonne. Mein Fahrrad ist hingefallen. Oh, hat sich's wehgetan? Ich glaube, ich habe eine 8 im Reifen. Oh nein, das fährt ganz eierig jetzt. So, ich wollte jetzt einmal ein bisschen gucken, was war hier noch so. Ich folge jetzt mal der Straße. Ich fahre noch nicht ins Brandgebiet. Was sollte ich jetzt essen? Irgendeine Dose. Da ist noch Dosen essen. Ja, gut. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Ob ich das doch doof.
So grundsätzlich, Brandgebiet wäre interessant, aber ich würde gerne hier noch irgendwie so mehr Samen finden. Samen. Damit wir später... Falscher Knopf. Damit wir später mehr anbauen können für Nahrung. Vielleicht auch mehr Kartoffeln. Ich bin an einem Vogelnest vorbeigefahren. Warum bist du dran vorbeigefahren? Rechts waren Schritte zu hören und ich habe mich nicht getraut anzuhalten. Aber hier ist Müll. Müll. Und der ist unberührt. Ich habe zweimal Angelblei. Und hier ist... Nein, ich habe den Bogen nicht mitgenommen und hier sind Rehe. Oh nee, hier ist ein Wolf und der tötet gerade das Reh. Achso. Ja, lass ihn mal töten, dann kannst du das mitnehmen. Ja, hat er gemacht, hat er gemacht, hat er gemacht. Komm her. Der hat orangene Augen. Ist das schlimm? Oh, oh. Au. Stimmt. Nein, ich habe meinen Speer weggeworfen. Aua, aua. Nein, ich habe keine Ausdauer. Wieso wirft man denn bitte den Speer weg? Ich... Aloe Vera Creme. Nein, ich bin tot. Ich muss gleich mal loslaufen, mein Fahrrad und mein Inventar holen. Oh, ich wollte eigentlich den Wolf ab, und das... Da bist du ja schon wieder ein bisschen tot gewesen? Hä? Nein, nein, nein. Ich war in Hogwarts. Ich habe telepathische Fähigkeiten. Ich nehme mal den Stufe 2 Bogen mit, wenn's cool ist. Wenn's cool ist. Und 28 Pfeile. Oder nehme ich den Sprengstoff cool mit? Wiedersehen. Ah. Ich werde mal mein Inventory wiederholen. Oh Gott, ich bin jetzt schon hurt. Hurt. Ja, ich wollte ganz easy über den Zaun springen, habe aber vergessen, dass wir ja dahinter Stachelfallen gebaut haben. Ich hätte mir vielleicht noch für den Weg einen Knüppel bauen sollen. Möglicherweise. Ja. Könnte schon sein. Ne? Ah jo. Ah jo. Ah jo. Was brauche ich denn dafür nochmal? Für einen dicken Knüppel? Ich kann Knüppel. Mal die anderen Holzdinger wegkloppen. Dass das da ein bisschen vernünftig aussieht. Gehe ich mal runter. So, muss ich ja noch. Da. Ich habe jetzt einen richtig dicken Stufe 2 Knüppel. Hä? Aber ein Gangster. Richtig... Gangster. Ein richtiger Gangster. Hier ist noch ein Backpack. Leer. Backpack. Backpack. Pack. Jetzt hau ich die erstmal weg. Aber das Schöne ist, ich habe mega viel Ausdauer. Ich laufe die ganze Zeit und verliere fast gar nichts. Na siehst du. Leerer, fauler Müll. Ah, redest du gerade von dir? Nee. Aha. Ich habe mir deinen Stammbaum angeguckt. Mach mal die Augen auf. Siehst du weiter. So, das haben wir. Wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Lange nicht fertig. Ich wette mit dir, das Reh ist schon wieder weg, bis ich da bin. Hat bestimmt der Wolf schon gefressen. Hat der Wolf bestimmt schon. Hat der Wolf oder hat er nicht? Ganz egal. Ich. Ist hier ein Stein? Kleiner Stein. Tatsache. Habe ich richtig gelesen. Hat der Wolf oder hat er nicht? Ja, nee. Ganz egal, ich bin gleich wieder da. Ich sollte mich vielleicht auch mal bei DSDS anmelden. Oh, denn hier, ich entsorge meinen Stufe 1 Knüppel. Was soll ich damit? Das Reh liegt noch. Kann ich ein Jagdmesser? Nimm doch mit. Hab ich doch gelernt. Jagdmesser.
Ich brauche Leder, Klebeband, verdammt. Geschmiedetes Eisen. Dann kann ich ja nicht mal ein Knochenmesser jetzt machen. Aber ich hol uns mal etwas Delikates. Delikates. Kann ich jetzt ein Knochenmesser machen? Knochenmesser. Aber Knochen haben wir ja eigentlich genug, ne? Ja, aber ich habe ja kein mit. Aber ich habe jetzt ein Knochenmesser. Knüppel vom Kopf. Und für die nächste Yoga-Übung machen wir einen Rückwärts. Ich hab jetzt erstmal. Ups. Ja, das hat keiner gesehen. Ich hab jetzt die ganzen überstehenden. Krieg ich da jetzt mehr Fleisch? Oh ja, oder? Ja. So, ich hab das hier mal ausgenommen. Mhm. Hm. Abracadabra, Verschwindibus. So, jetzt packe ich aber erstmal wieder zur Seite. So, jetzt habe ich aber alle überstehenden Holzdinger weg. Gut. Suchen wir mal ein bisschen. Was für überstehende Holzdinger? Na, die von außen da, diese Holzblöcke. Ach so, hm? Die habe ich jetzt erstmal vernichtet. Ich habe hier einen Bauernhof gefunden. Cool, vielleicht findest du ja noch was zu essen da irgendwie. Ja, hoffe ich. Hier ist eine Scheune und Mais. Ups. Ja, Mais geht ja auch immer. Mais geht auch immer. Ja. Der kommt raus, wie er reingegangen ist, aber er geht immer. Er geht die Toilette runter. Bei Mais. Er bleibt tatsächlich so, wie er ist. Tote Maispflanze. Die Tote bringt mir nur Gras, oder? 10. Jupp. Jupp. Jetzt weiß ich auch, woher Dings das immer macht. Jupp. Jupp. Ich hab Holz und Blei gefunden, Jasmin. Holz und Blei. Ja, Steine brauchen wir auch. Ich habe schon welche gesammelt. Also Steine dürfen... Nicht die ups. Dingsteine hier, Pflastersteine für die Wände. Na, Steine dürften erstmal kein Problem werden. Also die Pflastersteine können wir aus Steinen herstellen und ich habe gerade insgesamt so. 3 Stück habe ich schon gesammelt. Hier ist auch noch einer. Klopf, klopf, jemand drin? Nö. Sammeln noch ein bisschen die roten Pflanzen hier. Weiß nicht, brauchen wir diesen komischen Rasen eigentlich für irgendwas? Die Tür ist verschlossen. Wo ist meine Axt? Männlich. Männlich. Hallo? Ja. Wen meinst du jetzt? Ich hab hier nur reingeguckt. Hier ist ein Fenster. Da. Eins Holz. Eins Holz. Und hier ist eine Kellerluke. Mit Treppe. Da gehe ich noch hoch. Runter. Mal ein bisschen Steine hacken. Ich habe noch mal Benzin. Benzin. Ach, kann ich ja gar nicht abschließen. Ich hab mal wieder keine Ausdauer. Ich... Ach da! Du hast mir gerade ein bisschen Sorgen gemacht. Ich? Nee. Ja. Ich konnte ihn nicht zuordnen. Irgendwer prügelt sich hier noch durch. Aber... Draußen? Hab ich mich erschrocken. Oha. Das Gesicht, da bin ich gespannt. Ah, da.
Hallo! Ui. Ich bin die ganze Zeit. Ich bin mega verwirrt gerade, wo die Steps herkommen. Und noch ein Dicker. Oh. Ich geh mal durch die Tür. Es sind aber viele drin in der Scheune. Die muss jemand eingesperrt haben. Deswegen wahrscheinlich auch die Stahltür. Hallo Schwester. Das ist aber unhöflich. Ich hab euch befreit. Lauft, ihr seid... Oh Gott. Lauft, ihr seid frei, Freunde. Vielleicht wollen die gar nicht frei sein. Da kam was von hinten. Ein Mann. Da kam ein Mann von hinten. Au! Ich habe keine Ausdauer, ich kann nicht zuhauen. Ich will nicht schon wieder sterben. Ich habe immer Angst, wenn die Musik kommt. Ich habe auch Musik. Das war aber knapp. Der ist ja gerade so hops gegangen, bevor er mich gekillt hat. Also, geschlagen hat. Also, schlagen konnte. Du weißt, was ich meine. Ja, alles gut. So. Oh, ich habe hier den Kies, den wir brauchen. Mhm. Den nehme ich mal mit, ne? Mhm. Steiner, Steine, kleiner Stein. Kunststoff. Ich bin auch gerade am Felsen wegkloppen hier. So. Kann ich das Stroh auch abbauen? Ja, ja, aber bringt mir Rasen. Rasen. Jetzt habe ich die Taschen voll Gras. Oh, hier ist ein Schlüssel. Für die Tür nach draußen. Das hat sich gelohnt. Hier ist auch nochmal so ein Big Bag mit Kies. Das war es absolut wert. Der Schlüssel hat mein Leben verändert. Jasmin. Ja. Okay. War der Schlüssel zu meinem Herzen. Oh, ich glaube, ich habe ihn verloren. Ja. Verdammt. Dann hast du ein Problem. Ja, schade. Naja. Schade, Schokolade. Man kann nicht alles haben, nicht? Nicht? Also doch? Nicht. Mhm. Jetzt bin ich verwirrt. Verwirrt? Verwirrt. Kann man jetzt alles haben? Ein Wirt. Das reicht, glaube ich, erstmal. Ich guck mal, ob ich irgendwas von Futtern kriege. Oh, wenn du die Hundeboxen abbaust, kriegen wir Plastik. Hä? Ja, Schritte, aber ich sehe nichts. Hm. Ach da! Hast du die Augen aufgemacht? Oh Gott, bin ich blind, ey. Hier sind 1, 2, 3 Kisten und bestimmt 3 Kisten, Alter. Und eine Truhe. Buschbert, ey. Und eine Tasche. Reiß dich zusammen. Hä? Das war der Schädel. Wie gehe ich denn den letzten Meter dahin? Ich weiß es nicht. Soll ich mich rüberbauen oder soll ich springen versuchen? Ich baue mich rüber. Spring versuchen. Ragischen Form. Da war ja was. Oh. Versiegelte Bücher-Versandkiste. Von Crackbook. Leer. Das ist doch ein Witz, so oft wie hier was leer ist. Antibiotika. Patronenhülsen. Patronen. Noss. Mopower Electronics Box mit Motoren. Also mechanische und elektrische Teile waren da drin. Okay. Jetzt habe ich noch eine Buchladenkiste.
Da ist ein Bauplan drin. Aber Essen findet man auch irgendwie nicht so viel, ne? Ich habe mal den Bauplan für eine Taschenmod gelernt. Nee, irgendwie Essen ist echt Mangelware. Ich habe hier noch zweimal Rohrbomben und einmal eine Taschenlampenmod für die Waffe. Jetzt habe ich keine Waffe hier. Truhe verschlossen. Habe ich die Dietriche noch? Nee. Kann ich einen Dietrich herstellen vielleicht? Nee, auch nicht. Also hier ist auf jeden Fall nochmal ein Besuch wert. Ja. Hier ist nochmal ein Besuch wert. Geiles Deutsch, ey. Ja, danke schön, danke schön. Ja, bitte. Habe ich mir selber ausgedacht. Ja, das hat man gar nicht gemerkt. Echt? Nee? Nee. Klingt professionell, ne? Das hat sich so echt angehört. Hier ist ein Biker. Mit einem Totenkopf auf dem Rücken. Hä? Wo uns dieser mystische wo uns dieser mystische Tunnel auch hinführen wird, fahren wir in der nächsten Folge bei Seven Days to Die. To die. Oh, nee, warte. Ein kleiner Moment geht noch. Ich hab gedacht, ich habe einen Stufe 2 Bogen. Der ist bestimmt stark. Nicht gegen Zombies. Wo ist er hin? Wo kommt das her? Hä? Oh Gott. Alter, ich erschreck mich so. Wo ist er? Da hinten. Alter. Ich hab dolle Zugang und der ist nicht umgefallen. Tapper Typ. Der Pfeil steckt sogar in ihm drinne. Ich hab grad gedacht, ich hab ein Problem. Alles. Alles klar, wo dieser mystische Tunnel uns hinführt, erfahren wir in der nächsten Folge 7 Days to Die. Schaltet wieder ein, wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.